Im Bezirk Frankfurt gab es die Möglichkeit, große liegende Steinguss von Wieland Förster, wer möchte. Und Annemarie Schrödel meldete sich für den Kreis. Okay, bekam den Zuschlag, sie sollte geliefert werden, sie sollte an einem Freitag geliefert werden. Frau Schrödel hatte was vor an dem Wochenende und am Freitag kam die Lieferung nicht. Am Montag, vielleicht kommt es am Montag. Und dann hieß es, ist schon geliefert. Die Lieferungen waren nicht zu sehen. Sie bekam einen Riesenschreck und dachte, oh Gott, die ist geklaut. In ihrer Not sozusagen ihr Rettungsversuch. Wenn es keiner weiß, kann keiner den Verlust melden, dann fällt es vielleicht gar nicht weiter auf. Sie machte also nicht auf den Verlust aufmerksam und die Zeit verging. Also der Auftrag kam vom Kreis aufgrund einer Bürgerinitiative, die darauf hinwies, dass in der Regierungssiedlung der Regierungssiedlung Wandlitz ehemals, die zu einer Klinik umgebaut werden sollte, die Bauarbeiter die Plastiken dort etwas unsanft, unsachgemäß aufluden und es kam zu Vorkommnissen, wie dass zum Beispiel eine Bronze im Vorgarten eines Arbeiters sich wiederfand. Das bemerkte ein aufmerksamer Bürger und machte mobil. Es gab einen Anruf vom Hausmeister des Haus Schwärzetals damals. Ich bin da hingefahren und es stellte sich raus, ganz hinten in der Garage lag etwas. Lange waren dort Reifen gelagert und der Hausmeister wusste sich noch zu erinnern, dass sie immer im Weg war, aber dass sie das Gefühl hatten, dass sie die nicht einfach entsorgen können. Die Reifen, die auf ihr gelegen haben, hatten ihre Spuren hinterlassen. Ich konnte mit Wieland Förster sprechen, der hat mir zu Wert und Restaurierungswerkstatt, Gusswerkstatt Auskunft gegeben. Markus Schulz aus Berlin, der damals den Guss ausgeführt hatte, erklärte sich auch bereit, sie zu restaurieren. Und dann ging es noch darum, wo stellen wir sie auf? Und da gab es auch Interesse. Damaliger Bürgermeister von Finofurt, Reinhard Schulz, meldete Interesse und sagte, da an unserer Konzerthalle, da können wir sie aufstellen. Und ich finde auch interessant, die Hände und die Brust, die da so hoch steht. Also formal, wenn wir den Kopf und die Hände weglassen, könnten wir hier Andeutungen von formaler Ordnung sehen, würden uns zu viel mehr Abstraktion hinbewegen, gedanklich. Das wäre ja möglich. Hat er aber nicht gemacht und trotzdem hat er da so eine Kugelform aufgestellt. In der heutigen Zeit gibt es da ganz andere Diskussionen zu solchen Darstellungen. Auch zum Frauenbild, wie ist das die emanzipierte Frau, die hier liegt, oder ist es die nur die weiblich begehrenswerte Schönheit? Wie ist das mit dem Formalismus? Wie ist es mit dem, was wir sehen wollen? Was sehen die Finofurter, wenn sie hier vorbeikommen? Sehen sie sie noch? Oder überhaupt?